Christmas bells ring, ring. Swinging my shopping bag, singing. All ring. Hi, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, dass sich sehr viele dieses Video immer wünschen, deswegen zeige ich euch jetzt meine Weihnachtsgeschenke. What I got for Christmas. Ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass ich dieses Jahr überhaupt Geschenke bekomme. Seitdem ich 18 bin, denke ich irgendwie, ich bekomme nichts mehr von meinen Eltern, aber ich habe tatsächlich Geschenke bekommen und ich habe mich so sehr gefreut. Und ich habe so coole Geschenke bekommen, deswegen zeige ich euch die jetzt gleich alle. Ich hatte ein total schönes Weihnachten, ich hoffe ihr auch, wenn ihr feiert. Ich hoffe, ihr konntet die paar Tage ein bisschen abschalten, habt euch nicht zu viel Stress gemacht und konntet die Zeit mit euren Freunden und eurer Familie genießen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie es bei euch war, was ihr bekommen habt, was ihr gegessen habt oder was ihr gemacht habt. Ich interessiere mich immer voll für sowas. Auf jeden Fall, jetzt geht's los mit dem Video. Ein Geschenk an mich selber war dieses Buch. Ich lese nicht wirklich viel, aber ich habe mir mal ein paar Bücher gekauft und das habe ich mir so zu Weihnachten geschenkt, damit ich es übers nächste Jahr lesen kann. Ich werde mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr so ein Ziel setzen, dass ich so 3 bis 5 Bücher vielleicht lese. Für manche hört sich jetzt vielleicht sehr wenig an, aber für mich ist das extrem viel, weil ich eigentlich gar nicht lese. Aber ich habe noch ein paar Bücher, die will ich unbedingt lesen und deswegen fange ich mit diesem hier an. Dann ein Geschenk von meiner Mama. Das hat sie in diese kleine süße Kiste hier verpackt. Und wenn man es aufmacht, dann sieht es so aus. Erstmal habe ich so Badesalz bekommen und da steht Hab dich lieb drauf und das ist sehr, sehr süß. Und dazu habe ich hier diese iPads bekommen. Bei iPads denke ich immer an iPads. Aber ich mag die total gern. Das hat meine Mama, glaube ich, mal in meinen Videos gesehen und deswegen hat sie mir die geschenkt. Dann habe ich auch noch eine Tuchmaske bekommen. Auch immer sehr, sehr praktisch. Und weil meine Mama weiß, dass ich Duftkerzen liebe, hat sie mir eine Duftkerze geschenkt. Das ist Wildkirsche und sie riecht so gut. Oh mein Gott. Ich würde mich am liebsten reinlegen. Ich wünsche mir auch immer so richtig große, teure Kerzen. Aber die kosten dann halt wirklich über 20, 30 Euro oft. Und ich lasse Duftkerzen immer die ganze Zeit an, weil ich es einfach so gemütlich finde. Und dann ist die halt so nach 2 Tagen irgendwie weg. Deswegen finde ich, lohnt sich das nicht ganz. Deswegen habe ich immer nur diese kleinen hier und die wünsche ich mir auch immer. Riecht so gut. Und dann habe ich noch einen Umschlag bekommen, da steht drauf, für das neue Handy von Mama und Matthias. Also von meiner Mama und von meinem Stiefvater. Und da habe ich ein bisschen Geld für mein neues Handy bekommen, weil ich mich ja Anfang Dezember auch schon mit meinem neuen Handy selbst beschenkt habe. Und ich habe mir einfach den kleinen Zuschuss von meiner Mama und von meinem Papa gewünscht. Weiter geht's mit dem Geschenk von meinem Papa. Einmal kann ich euch hier zeigen, weil Jakob hat einen Brief bekommen. Und zwar einen Essensgutschein für ein Restaurant. Von dem Gutschein darf er mich einladen. Deswegen ist es natürlich auch ein Geschenk für mich und wollte ich euch kurz zeigen. Und ich habe von meinem Papa auch einen Umschlag bekommen. Da war auch eine sehr süße Karte drin und dann auch einen kleinen Zuschlag für mein Handy. Weihnachtsgeschenk von meiner Stiefmama. Und zwar hat sie mir erstmal hier so eine Weihnachtsdeko geschenkt, so ein Holzschild mit Xmas. Habe ich gleich für unsere Wohnung nächstes Jahr dann eine schöne Weihnachtsdekoration. Und dann hat sie mal irgendein Video von mir gesehen, in dem ich gesagt habe, dass ich mir neue Make-up-Pinsel wünsche, weil meine nicht so gut sind. Und dann habe ich einmal dieses Make-up-Ei bekommen, einen Concealer-Pinsel und noch einen Make-up-Pinsel. Sehr, sehr cooles Geschenk, brauche ich auf jeden Fall. Und weil ich Duftkerzen liebe, natürlich noch eine Duftkerze. Wie sollte es anders sein? Die riecht sehr erfrischend und sehr schön. Ich muss die gleich alle anzünden. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Weihnachtsgeschenken von meinem Boyfriend. Ich habe mich so doll gefreut. Und zwar habe ich einmal einen kleinen Kaffee- und Teebecher bekommen, sogar mit Gravur. So einen habe ich mir tatsächlich auch gewünscht. Aber damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut. Der hat hier einmal diesen Aufsatz hier, den nehme ich immer zum Kaffee trinken. Und dann hat er auch noch diesen Aufsatz hier für Tee, nehme ich den immer her. Und ich finde den einfach so, so schön. Vor allem auch hier unten diese Halterung. Und er ist perfekt zum Mitnehmen für unsere nächsten Reisen. Dann eine Sache, die ich mir auch schon lange gewünscht habe, ich wusste gar nicht, dass er das weiß, habe ich für meinen Reisepass so eine Hülle bekommen. Und wie unnormal schön ist die bitte. Also da tut man dann halt seinen Reisepass rein und das schützt den einfach so. Wir wollen ja die nächsten Jahre viel zusammen reisen und da passt das natürlich perfekt. Passend dazu gab es dann auch diesen Anhänger hier für den Rucksack. Das war da bei dem Reisepass dabei. Und dann habe ich auch noch eine Lichterkette bekommen. So sieht die aus. Es ist eine... Das ist eine relativ kleine, die ist mit Batterien betrieben und man kann natürlich auch die verschiedenen Farben wechseln. Der Kontext dazu ist, dass wir ja gerade das Auto von meinem Freund ein bisschen umbauen in so einen Van, mit dem wir dann nächstes Jahr durch Europa reisen können. Und ich habe jeden Tag zu ihm, glaube ich, gesagt, ich will eine Lichterkette in das Auto haben, damit es schön gemütlich ist. Und jetzt habe ich meine Lichterkette fürs Auto bekommen und natürlich auch die Genehmigung, dass ich es schön gemütlich einrichten darf. Von dem kleinen Bruder von meinem Freund habe ich Kuschelsocken bekommen. Und oft heißt es ja, man soll keine Socken zu Weihnachten verschenken, aber ich finde die super toll. Erstmal diese 2 verschiedenen und die anderen habe ich gerade schon an. Also ich weiß nicht, wieso man keine Socken verschenken sollte. Ich finde die perfekt. Super duper mega toll. Ein sehr lustiges Geschenk habe ich auch von dem großen Bruder von meinem Freund bekommen.
ganz, ganz viel Reis. Ich esse in letzter Zeit sehr viel Reis und ich liebe Reis. Deswegen habe ich einmal Sushi-Reis bekommen, Milchreis, Naturreis, Spitzenlangkornreis und Wildreis, Jasminreis und Spitzenlangkornreis. Ich kenne den Unterschied zwischen den meisten nicht, aber ich fand es auf jeden Fall eine sehr witzige und eine sehr passende Idee. Es passt einfach zu meinem nächsten Geschenk. Und zwar habe ich von der Mama von meinem Freund einen Reiskocher geschenkt bekommen. Ich liebe ihn jetzt schon. Wir haben nämlich hier auch einen Reiskocher. Der ist ziemlich groß. Ich habe dann mal gesagt, ja, für meine Wohnung brauche ich unbedingt auch einen Reiskocher dann. Und tada, hier ist der Reiskocher. Ich zeige den euch mal. Es ist einfach so praktisch. Wenn man Reis in einem Reiskocher macht, finde ich, wird der so viel besser. Also ich mache den nur noch im Reiskocher. Natürlich auch in schönen Farben, weiß und lila. Schön klein, handlich. Kann man hier nehmen, kann man überall hin mitnehmen zum Picknick. So sieht's aus. Anleitung. Hier kann man dann einfach seinen Reis reintun, sein Wasser und den Deckel zu. Dann kocht es. Das Praktischste daran ist, man muss nicht schauen, wann ist der Reis jetzt fertig. Wenn der Reis in dem Reiskocher fertig ist, dann ist er fertig. Und dann verbrennt er nicht irgendwie, sondern der bleibt dann einfach da drin und wird warm gehalten von dem Kocher. Und dieses Teil hält es wirklich extrem lange warm. Sehr praktisch dann für unsere Studentenwohnung. Hat mich unnormal gefreut. Danach habe ich noch dieses Rituals Duschgel bekommen von seiner Mama. Wie schön sieht es bitte aus? Und es riecht so unnormal gut. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich mega und unnormal gesagt habe heute. Das werde ich gleich morgen auch noch ausprobieren. Hi von der Jenny aus der Zukunft. Es gibt nämlich jetzt noch einen kurzen Nachtrag zu meinen Geschenken. Ich habe nämlich noch ein paar bekommen in den letzten Tagen. Und zwar war mein Bruder über Weihnachten nämlich bei meiner Oma. Und deswegen habe ich jetzt erst ein bisschen später das Weihnachtsgeschenk von ihm bekommen. Und ich habe hier einfach so süße Ohrringe bekommen, so Stecker. Und passend dazu auch die Kette. Und die ist so unnormal schön. Ich war wirklich sehr überrascht. Ich dachte, ich bekomme von meinem Bruder gar nichts. Ich habe aber mittlerweile rausgefunden, dass die Kette von meiner Oma ist. Meine Mama, meine Oma, mein Bruder haben dieses Jahr Schrottwichteln gemacht. Ich habe letztes Jahr ja auch mitgemacht. Vielleicht habt ihr es ja letztes Jahr in dem Vlog gesehen von mir an Weihnachten. Man verpackt einfach irgendwelche Sachen, die man einfach nicht mehr gebrauchen kann. Meine Oma hat halt die Kette reingetan, weil sie wahrscheinlich nicht getragen hat. Und ich schätze mal, mein Bruder hat sie erwichtelt und mir dann geschenkt. Aber mir egal, ich bin super happy mit der Kette. Vor allem, weil es echt Silberschmuck ist und meine Ohrlöcher sind total empfindlich bei sowas. Als nächstes habe ich dann von meiner Oma noch was bekommen. Das hat mir meine Mama dann mitgebracht. Und zwar ist es hier so eine flauschige Pyjama-Hose. Ich war im Oktober ja bei meiner Oma und habe sie besucht. Und da habe ich diese Hose hier gefunden. Die hat sie irgendwo im Internet halt gesehen, hat mich gefragt, ob ich die nicht toll finde. Habe ich gesagt, ja, die würde total gut jetzt für meine Wintervideos passen. Jetzt ist Weihnachten und so vorbei. Egal, sie ist sehr bequem und ich trage sie richtig gerne. Hier könnt ihr kurz mal sehen, wie die Hose aussieht. Die hat hier zwei Taschen und die ist wirklich super bequem. Und die passt halt einfach perfekt. Ich habe noch nie so eine gut sitzende Hose gesehen, glaube ich. Auf jeden Fall keine Leggings oder Jogginghose. Dann habe ich auch noch von einer kleinen Firma ein Geschenk bekommen. Und zwar ein Brettspiel. Das heißt, wie gut kennst du den Bratan? Es hört sich sehr witzig an und ich freue mich schon, das mit der Familie von meinem Freund auszuprobieren. Wir lieben ja Brettspiele und da passt es natürlich perfekt. Von einer anderen Firma habe ich dieses Buch hier bekommen. Das ist ein Your Memory Storybook. Das ist jetzt für Pärchen und da steht so eine Anleitung drin. Hier klebt man erstmal Bilder von sich rein und dann gibt es so verschiedene Kategorien wie Musik oder Outdoor-Aktivitäten oder so. Da stehen ganz, ganz viele Date-Ideen drinnen und dann muss man immer so ein Bild dazu kleben und Datum und Ort hinschreiben. Und wir sind jetzt auch schon dabei, Fotos rauszusuchen von Sachen, die wir schon gemacht haben und die einzukleben. Und es sind auch noch so viele neue Ideen drinnen in diesem Buch, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte. Und noch ein Weihnachtsgeschenk ist dieser Pulli. Der ist so unnormal schön. Ich liebe den so. Das ist so ein Hoodie und die Qualität ist einfach so gut. Ich habe den gerade frisch gewaschen, aber ich ziehe ihn jetzt mal kurz für euch an. Das ist der Hoodie. Der passt jetzt natürlich nicht optimal zur Jogginghose. Und der ist einfach so schön. Das ist sogar mein neuer Lieblingshoodie. Aber alles weitere dazu kriegt ihr dann auf Insta. Weiter geht's mit dem Video. Das waren jetzt die Geschenke, die ich bekommen habe. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Und zwar zeige ich euch jetzt noch ein paar Geschenke, die mein Freund bekommen hat. Einfach, weil die Geschenke auch Geschenke für mich sind. Ich habe euch ja von unserer Camper-Tour erzählt durch Europa. Passend dazu haben wir dann schon mal ein Camping-Koch-Set bekommen. Da gibt es einmal zum Beispiel hier diese Becher. Hier ist noch Besteck drinnen. Einen kleinen Teekessel. Dann zum Beispiel so einen Topf. Und das Praktische ist auch, man kann hier diese Henkel einfach so ausklappen, hat dann den Topf. Und wenn man es wieder verstauen will, dann klappt man es einfach wieder zu. Und es spart so viel Platz. Das gleiche noch als Pfanne, Deckel. Und dann haben wir einmal diese Box hier bekommen. Und zwar kann man die hier auch so zusammenfalten. Und da kann man sein Geschirr dann mit abwaschen. Als nächstes haben wir hier einmal Gas bekommen. Denn Jakob hat auch noch einen Gaskocher bekommen für unseren Camper. Irgendwie müssen wir ja kochen. Genau so einen wollten wir uns kaufen, aber jetzt haben wir ihn halt zu Weihnachten bekommen, beziehungsweise Jakob, aber wir benutzen ihn ja beide dann. So sieht der aus, sehr praktisch. In dieser Box drin, klappen zu, fertig. Das waren jetzt alle Geschenke, die ich, beziehungsweise die wir bekommen haben. Ich bin sehr, sehr dankbar für die ganzen Geschenke und ich habe mich so doll gefreut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht war ja auch die ein oder andere Sache dabei, die ihr euch nächstes Jahr zu Weihnachten wünschen wollt oder die ihr vielleicht auch verschenken wollt.
Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!